Aber gibt es dazu Überlegungen, wie man diese oberflächliche These, Leute gehen ins Geld aus, widerlegen kann? Das ist ja das, was Frau Becker eben auch eigentlich schon sagte. Die Voraussetzung, um Negativzinsen erheben zu können, ist Bargeldlosigkeit. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihre 1.000 Euro vom Konto abzuheben, 2014, dann werden Sie das tun. In dem Moment, wo die Negativzinsen kommen. Das führt im Prinzip dann zu diesem Bankrun, vor dem man ja immer Angst hatte, in der Zeit der Bankenkrise, die ja inzwischen fast vergessen ist, aber immer noch schwelt. Dann heben alle ihr Geld ab und dann bricht das gesamte Geldsystem zusammen, dann brechen die Banken zusammen, weil die Menge des Bargeldes, das muss man wissen, das Bargeld umfasst nur 3% der gesamten Geldmenge. Wenn Sie also jetzt anfangen, alle zur Bank zu gehen und das Geld abzuheben, dann ist ganz schnell Essig. Das geht nicht lange gut, das muss man verhindern. Und weil das passieren würde im Falle von Negativzinsen, muss man sie verbieten, dann kann man sie einführen und niemand kann mehr handeln. Beziehungsweise dann, wie Sie richtig sagen, nur noch durch Investitionen. Und nun gibt es ja bestimmte Käufe, und die müssen gar nicht kriminell sein, die möchten sie aber nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Und ich glaube, das ist legitim. Insofern ja, Sie haben völlig recht, das ist unbedingte Voraussetzung, um diese Negativzinsen einzuführen. Was im Übrigen am Ende dem Geldsystem auch nicht helfen würde, fährt trotzdem vor die Wand.